Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Video in diesem neuen Jahr. Ich stehe mal wieder am Bahnhof, wie man unschwer erkennen kann. Warte auf den Zug und dann geht's auf nach Dresden. Ich muss einmal umsteigen am Hauptbahnhof. Ja, hab mir die CE gebucht. Ein paar Stunden Fahrt vor mir. Am Hauptbahnhof habe ich gleich noch ein bisschen Aufenthalt. Da werde ich mir noch mal was zu essen und zu trinken kaufen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was das so in Dresden wird. Man sieht mich gar nicht, aber egal. Wir sind in der Straßenbahn, fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Wir haben unsere ganzen Sachen im Schließfach. Wollen nur noch was einkaufen und die Sachen aus dem Schließfach holen und dann geht's los. Dann echt dunkel. Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof, Main Station. Übergang zum Fernumdrehen. So, also wir haben den Wagen von der Tourin. Dann diesen Rucksack, einmal Riesenschubkarre hier, eine Umhängetragetasche, ganz viele Beine, meine Karre hier, die kennt ihr ja, dann noch ein Wurfzelt, noch ein Rucksack und eine Bluetooth-Box und da gibt es noch Mülleimer. Kurzer Zwischenstopp in Heidenau. Warten jetzt hier auf den nächsten Zug. Ein bisschen Aufenthalt. Gibt es das erste Bier? Prost. Ja, wir sind in Pirna. Wieder ein Zwischenstopp. Und warten auf den nächsten Zug. Aber der kommt da vorne. 17, was ihr das sehen könnt. 17:51. Jetzt ist es 17:43. Geht gleich weiter. Wir stehen hier rum. Es ist dunkel. Lohnt sich nicht, euch großartig was zu zeigen. Ja. Wir müssen warten, bis dieser Zug anhält. Ja, erst dann können wir die Sehne trennen. Erst dann können wir was? Erst dann können wir die Sehne trennen, weil er wird sich jetzt an dieser Stange so waagerecht Alter! Er wird sich an dieser Wagenstange waagerecht festhalten und so tun, als wäre der Zug so schnell in seiner Beschleunigung, dass er sich so festhalten muss, damit er nicht dahinter fliegt. Ich sage davor, es wird der Schwerkraft getrotzt. Und das funktioniert aber nur, wenn der Zug erstmal anhält und dann wieder losfährt. Dieses. Kommt ihr durch von Konstanz? Dieses. Frag nicht irgendwen. Gepäck hier, dass wir einfach einen halben. Ja, oder? Fahrradwaggon einnehmen. Wir versuchen der Schwerkraft zu trotzen. Denn wenn er zu schnell ist, fliegt er bis dorthin und bricht sich alle Eingeweiden. Ha, ich weiß nicht, ob man mich sieht. Ja, also wir haben gequatscht und ja, sind jetzt irgendwie eine Haltestelle zu weit gefahren und sind dann jetzt irgendwie aus Versehen in Tschechien gelandet. Ja, sie ist, also wir sind gerade aus Versehen in Tschechien gelandet. Ja, ist eine Haltestelle zu weit jetzt.
Gar nicht so schlimm, aber ungeplant im anderen Land. So, also wir sind hier irgendwo angekommen. Ich kann gerade nicht großartig leuchten, weil die Taschenlampe noch im Rucksack ist. Aber hier ist ein Durchgang, seht ihr gleich. Da. Und da hätten wir durchgemusst. Hier gibt es eine Quelle. Ja, und ab da geht gleich irgendwo einfach nur noch Treppe nach oben. Ich bin da hochgelaufen, ich weiß gar nicht wie lange. Auf jeden Fall konnte ich nicht mehr. Ich bin so weit hochgelaufen, ich musste halt umdrehen. So, das hätten wir niemals geschafft mit den Wegen. Wie man hier sieht, hier liegt noch ein bisschen Schnee. Da auch, da. Und da nicht. Ja. Deswegen bleiben wir jetzt hier unten an der Elbe. Wir werden hier die eine Nacht übernachten und dann morgen früh weiterlaufen. Weil da kommen wir einfach nicht hoch. Und wir müssen halt eigentlich hier hoch, können aber da nach rechts, aber das ist halt ein riesen Umweg. Und den jetzt noch zu laufen, wir wollen was essen, ja, und so weiter. Auf jeden Fall, morgen früh geht's dann weiter. Jetzt sind wir erstmal hier und hier bleiben wir. So. Wir haben jetzt wieder alles zusammengepackt. Achso, guten Morgen erstmal. Huch, meine Tasche, muss ich mal zu machen. Wir haben jetzt alles zusammengepackt. Ja. Und gehen jetzt aber doch nicht hier weiter. An der Elbe. Eigentlich könnt ihr euch mal zeigen, wollten wir. Also wir müssten jetzt hier lang gehen, an der Elbe direkt. Und eigentlich wollten wir da oben hoch, da durch diesen Tunnel. Aber da sind nur Treppen und das ist echt hoch. Ich bin einmal hochgelaufen, ich habe den Weg zu Fuß schon kaum geschafft und mit den ganzen Wägen ist das alles doof. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Bahnhof, der ist nämlich noch hier um die Ecke, nicht weit. Nehmen den Zug und fahren dann, ich glaube eine Haltestelle oder drei Haltestellen oder so müssen wir fahren, in die nächste Ortschaft. Und von dort aus geht es dann weiter. Ja. So, die anderen laufen weg, ich muss da mal hinterher. Ja, so, wir sind wieder an dem Bahnhof. Schmilka Hirschmühle heißt das hier. Ja, ich habe gestern gesagt, wir sind in Tschechien, aber die Seite, auf der andere Seite von der Elbe halt, das ist Schmilka oder so, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und die Grenze verläuft irgendwie auf der Elbe. Das heißt, die andere Seite ist Tschechien und dann eine Haltestelle weiter, das ist dann halt genau an der Grenze. Ja, jetzt müsste der Zug gleich kommen. Und dann geht's nach. Wo fahren wir hin jetzt erstmal? Bad Schandau. Jo. Genau. So, dann haben wir einen Zug und dann geht das los gleich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch. Nächste drauf. Station. Tschichti Stanice. Bad Schandau. Nationalparkbahnhof. Übergangsmöglichkeit zur S1 in Richtung Dresden. Prosím, vystupujte napravo ve směru jízdy. Ausstieg rechts. Fertig? Gut. Ja, also wir werden da was einkaufen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich was brauche. Vielleicht hole ich noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann müssen wir im Bus noch ein Stück fahren. Dann, ja, den Rest wird dann laufen. Bisschen wandern. Hoffen wir mal, dass wir da auch irgendwie ankommen heute. Ja, so, wir sitzen im Bus. Wir fahren jetzt mal durch die Krippen. Genau. Eigentlich wollten wir hier gestern mit dem Zug hinfahren, nach Krippen und hier in den Bus steigen. Aber da wir dann halt eine halbe Stunde zu weit gefahren sind, ja, mussten wir dann halt ja einmal dort übernachten, was auch gar nicht so schlimm war. Das war ganz gut, der Platz. So, und ich hoffe, wir haben 3,5 Kilometer oder so gleich noch, ne? Glaube ich. Ich schaue gleich nochmal nach, wenn wir gleich angekommen sind. 3,5 Kilometer Fußweg.
Ja. Nur beim kleinen Zirnstein oder der heißt. Ja. 45 Minuten steht hier dran jetzt. 45 Minuten bergauf. Also. Da oben irgendwie in die Wolke rein müssen wir, glaube ich. Da ist der, glaube ich, irgendwo. Ja. Nichts los hier. Komplett tot alles. Noch keine Menschen gesehen hier in dem Ort. Jawohl, jawohl, sagen sie. Ja, da unten sind die anderen noch. Ich bin schon ganz ein Stück weiter, als da, wo ich eben Pause gemacht habe. Wir haben zwischendurch nochmal zwei, dreimal kurz stehen bleiben, einfach kleine Pause. Also das ist echt gut steil. Aber hier geht's jetzt gerade. Ich lasse es mal zeigen, solange noch ein bisschen Licht ist hier. Hier ist das jetzt relativ ebenerdig. Nicht mehr so ein hoher Anstieg. Und wenn ich da mal rüber gucke, dann sieht das auch nicht so aus, als ob es noch viel, viel höher geht. Wir laufen übrigens auf 400 Meter, 200 Meter. Ich bin mir da nicht sicher. Schaue ich gleich nochmal nach. Das ist ja der kleine, ich glaube, der war 200 Meter oder 400. Ach, ich schaue gleich, dann sage ich es nochmal. Oder ich blende das hier ein. Ja. Die anderen kommen auch hinterher. Hier liegt ab und zu auch mal Schnee. Ja, aber das stört nicht. Ihr wisst jetzt, weil wir sowieso hier auf der Straße laufen, wir hätten auch einen Wanderweg gehen können, aber mit den Karren dann so ein Single Trail steilen Berg hoch, das müsste jetzt nicht sein. Deswegen laufen wir den Fahrradweg hier. Und ja, sollten eigentlich auch schon gleich ankommen. Jo. Ja, so. Also wir sind oben angekommen. Ja, ich habe jetzt den Rest vom Weg nicht mehr gefilmt, weil das war einfach echt katastrophal. Ich weiß nicht, das war erstmal ja noch so eine Straße, das war ganz gut. Dann wurde das aber irgendwie zu einem Flussbett. Und ja, zum Schluss nur noch so ein Single Trail. Hier sieht man, ja, seht ihr, das ist zu dunkel. Naja, auf jeden Fall sind wir da. Haben hier einen ganz coolen, ganz schicken Platz. Würde ich aber sagen, ich zeige das morgen erstmal vernünftig. Ja, qualmt gerade ganz schön. Ein bisschen feuchtes Holz, bisschen trockenes Holz hier noch gefunden, weil hier ist so ein Felsen über uns. Zeige ich euch morgen alles vernünftig. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal was zu essen machen. Gibt ein bisschen Fleisch. Und dann gucken wir weiter. Guten Morgen, die Kamera ist ein bisschen beschlagen. So, jetzt kann ich euch hier mal ein bisschen was zeigen. Und zwar, jo, hier ist sowas wie so eine Schlucht oder so. Von da oben sind wir gekommen. Und hier ist unser Camp, da hinten ist eine Höhle, zeige ich gleich nochmal. Ich wollte jetzt mal eben darüber gehen, weil da kann man, glaube ich, da haben wir eine ganz gute Aussicht. Da war ich gestern Abend schon da oben, aber da konnte man halt gar nichts sehen, weil es total dunkel war und bei dem Nebel gestern. Ja. Und dann ist hier noch so eine Schlucht, da hatte ich auch keine Lust reinzufallen. Ja.
Hier sollte ich ordentlich runter. Cool. Da unten das Dorf. Die Sächsische Schweiz. Ziemlich windig hier und kalt. Sind wir wieder zurück. Jetzt muss ich da lang. Ich muss meine Mütze wiederholen. So, da oben stand ich und da ist die Kippi reingefallen. Das ist ganz schön hoch. Von der anderen Seite habe ich auch schon geguckt, oder ob von oben irgendwie rankommt. Ja. Das war's wohl mit der Kippi. Dann bleibt die hier. Ja. Hier ist die Höhle. Da noch ein Stück weiter rein. Natürlich ist es dunkel und dann ist hier noch wieder ein Ausgang. Ja, da unten haben wir gepennt und da ist ein Feuerplatz mit so Sitzgelegenheiten und so. Das Zelt hier nehmen wir jetzt noch mit, das vom Schender, der musste heute Morgen ganz früh abreisen schon, weil er noch Termin hatte. Ja, ich habe dahinter gepennt irgendwo, in der Turin auch. Und der Helmut hat hier oben geschlafen, genau hier so. Aber schon abgebaut, wir wollen nämlich jetzt gleich losgehen. Ja. Wir haben unsere Sachen gepackt. Ich habe meinen schon ein Stück hochgezogen. Hier um die Ecke ist gleich das Camp gewesen. Die beiden anderen kommen jetzt gleich hoch. Ja, hier kann man noch ein bisschen Aussicht sehen. Da unten dieses Dorf, Reinhardsdorf oder so heißt das. Ja.
der Sonnenuntergang. Da sind noch andere gerade. Und oh, schau, Baum, wo man sich reinstellen kann hier. Naja, ich warte jetzt mit auf die anderen. Die beiden müssten da eigentlich jetzt gleich auch um die Ecke kommen. Und dann müssen wir da lang. Da hinten rum, da geht's dann wieder nach unten. Ja, wir sind jetzt schon ein Stück gelaufen, wir kommen von da oben. Kann man kaum erkennen. Und da unten müssen wir noch hin. Da hinten, da ist die Straße. Ja, aber jetzt machen wir hier erstmal eben eine kurze Pause und machen einen Glühwein und dann geht's gleich weiter. Jo, wir haben gerade Müll weggeschmissen, sind jetzt 1 Kilometer vor Krippen. In Krippen werden wir gleich den Zug nehmen und nach Dresden fahren. Ja, hier ist so ein kleines Häuschen. Da haben wir eben eine Pause gemacht. Jo, müssen da lang. Es ist relativ kühl hier. Ich glaube, wir haben 2 Grad oder noch weniger. Nee, 1,8 hatten wir oben oder so. Ah, ich kann noch nachgucken. Schauen wir mal eben. Wo ist das Thermometer-Ding drin? Da. So. Wo man es lesen kann. 1 Grad. Steht hier jetzt drauf. 1 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit. Naja, wir laufen jetzt weiter. Wir haben noch 1 Kilometer. Liegen. Ja, den Zug haben wir noch geschafft, auf jeden Fall, wie es steht gerade. Ja, wir fahren jetzt nach Dresden. Und dann gucken wir, wie es weitergeht.